Willkommen zu einem neuen Video im Aquadicted Advendicted Adventskalender. Heute wieder eine Fischvorstellung und wie ihr unschwer erkennen könnt, nicht bei uns in den Läden, nicht in Gotha, nicht in Erfurt Nord. Wir sind ganz weit weg. Wir sind in Remscheid zu Gast bei Zoobox und ich möchte euch heute einen Fisch vorstellen, den ich euch gar nicht vorstellen kann, weil ich über diesen Fisch nicht viel erzählen kann. Aber wir haben hier einen Experten zur Hand, den würden wir gerne ins Video nehmen. Und du kannst uns hier bestimmt ein bisschen was erzählen, was ich nicht weiß. Ja, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich heiße uns willkommen auf eurem Kanal, der Roland von Zoobox. Ja, du bist, glaube ich, einschlägig bekannt. Ich denke, wir müssen dich nicht vorstellen. Du weißt einiges über diesen tollen Fisch hier zu erzählen. Schieß mal los. Ja, also dieser Art ist im deutschen Namen, im deutschen heißt der Thermometermesserfisch, bedingt durch diese ungewöhnliche Zeichnung mit den unterschiedlichen Skalierungen. Ja, ja. Der lateinische Name ist Gymnorhamphis des Rondoni. Ja. Wahrscheinlich, also es gibt da wohl unterschiedliche Arten, aber gehandelt werden sie im Allgemeinen als Rondoni. Ja. Und das ist halt ein Messerfisch, die jetzt aus Peru kommen, aber wohl relativ weit verbreitet auch sind. Mhm. Das Interessante an denen ist ihre Lebensweise. Also was man hier sehr schön sieht, die schlafen einfach für eine gewisse Zeit, legen sich irgendwo hin, schlafen dann und dann kommen sie auf einmal raus und durchflügen den Sand mit der Schnauze nach unten, wie so ein Staubsauger, saugen sie das. Aber auch kopfüber, ne? Kopfüber, ganz kopfüber stehen die so da und saugen so durch. Man denkt dann, die riechen das, aber nein, die haben ein elektrisches Feld. Ja. Das heißt, die haben ein Energiefeld um sich herum wie so ein Radar und damit erfüllen sie im Prinzip ihre Nahrung, also Würmer. Wir füttern Tubifex hier, Glanzwürmer vor allem. Und das merken die über diesen Radar, den sie da aussenden. Das können ja alle Messerfische. Alle Messerfische und können auch das, die ganzen Elefantenrüsselfische, genau. Sehr, sehr interessant. Und was noch ganz interessant ist, was ich dazu jetzt noch mal ergänzen möchte, du hast gerade gesagt, die kommen aus Peru. Ja. Ja, da präsentiert sich gerade einer. Ja. Die kommen aus Peru und es gibt ja Messerfische in Asien, diese großen Notopterus zum Beispiel. Notopterus, genau, ja. Genau, diese 1000-Dollar-Fische oder in Afrika, die braunen Messerfische. Ja. Und das sind jetzt die neuweltlichen Messerfische, diese ganz langen, dünn, die gibt es irgendwie nur in Südamerika. Ne? Sowas gibt es nur in Südamerika. Wobei es halt auch in Südamerika diese hohen Gymnotus carapo, diese riesigen, genau, diese Tiere, ne? Die gibt es dort ganz genauso, ja. Ja, genau. Und dann diese kleinen, die durchsichtigen, die grünen. Ja, die Gymnotus, ne, Allgemania. Genau, wie Viridens oder so, wie die heißen. Genau. Ja, sehr, sehr schöner Fisch. Und den gibt es relativ selten. Also die grünen kriegt man ja immer mal zu kaufen, aber der, also ich habe sie selbst einmal gehabt. Die kommen ganz unregelmäßig, oder? Ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist. Eventuell ist es, die müssen wahrscheinlich, die vergraben sich im Sand. Ja. Und ich denke halt auch, dass sie spüren, wenn die Fischer kommen, dann, die wissen halt nicht, wie sie es fangen. Möglicherweise werden sie zusammen mit den Rochen gefangen, dass sie mit den Netzen über den Boden gehen und die dann rausfangen können. Und hier sieht man es halt wirklich jetzt gerade extrem schön. Also er pustet so in den Sand rein und steckt dann das Schnäuzelchen rein und holt das Tubifex raus. Sieht fast aus, als wären gar keine Augen da, aber er hat winzig kleine Augen. Genau, und er kann halt wirklich bis zu den Augen wahrscheinlich in das Substrat reintauchen und die Nahrung raussuchen. Sehr, sehr interessanter Fisch. Ja. Was gibt es über die Wasserwerte zu sagen? Also in der freien Natur, denke ich mal, wird er in sehr weichem Wasser vorkommen, vermutlich unter 50 Mikrosiemens. Ja. Die Temperatur so wahrscheinlich 24 bis 28 Grad. Wobei wir das halt nicht sagen können, wenn die auf dem Boden in den großen Flüssen im Amazonas am Boden liegen, kann es durchaus sein, dass sie kühler gehalten werden. Peru ist ja ein Land, da gibt es ja kalte, hohe Ebenen. Ja, aber die kommen sicher aus der Umgebung, entweder von Pucallpa oder von Iquitos. Also die Biotope sind warm, aber es ist halt die Frage, wie warm sind sie auf 10 Meter Tiefe, wo die eventuell rausgefangen werden. Hast du noch nie in Natura gesehen oder gefangen? Noch nie. Okay. Ich kannte den, also deswegen, der kam auch früher nicht. Das ist so ein neuzeitlicher Fisch. Die Karabus, die gab es ja schon immer. Die gab es schon immer. Ja, genau. Und sind auch sehr, sehr friedliebend. Ne? Ich sehe es ja, also ihr habt hier drin Ramirezis, ihr habt hier drin verschiedene Corridoras und dann diese Pseudohimiodon, ne? Ja, genau, genau. Also die sind ja total entspannt, also wunderschöner Fisch. Ja. Und ganz toll, also vom Verhalten her so ein bisschen wie die Prachtschmeller, ne? Legt sich einfach hin und schläft und steht dann wieder auf. Genau. Du hast uns vorhin verraten, die sind jetzt noch ein bisschen kamerascheu, weil ihr habt sie noch nicht so lang. Genau. Die kommen nur sehr, sehr selten. Was fressen die? Nur Leben, also Würmer.
Ja. Die bekommen bei uns bevorzugt Glanzwürmer, ja, weil das halt ein sehr viel sauberes Futter ist als Tubifex. Ja. Tubifex ist oft leichter verfügbar, kommt aber aus stark belasteten Biotopen. Ja. Sollte man halt nicht so viel füttern. Mhm. Glanzwürmer ist einfacher, kriegt man in den meisten Zoohandlungen halt, ja, als Tütchen. Kann man auch relativ problemlos selbst züchten. Wie ist mit roten Mücken? Kriegen Sie auch ran? Wird wahrscheinlich zu groß sein. Ah, okay. Ich denke mal, die brauchen wirklich so einen ganz dünnen Wurm, ja, damit sie durch dieses winzig kleine, ja, Maul reinkriegen. Es gibt zu bestimmten Jahreszeiten natürlich ganz kleine rote Mückenlarven, ja, im Frühjahr oder so. Ja. Da kann man es natürlich auch probieren. Enchidren wahrscheinlich auch. Enchidren ist, ja, auch super, ja, und kann, ja, man selbst züchten. Also das Tolle ist halt Glanzwürmer, Enchidren, dass man die selbst züchten kann. Ja. No? Eventuell Grindal wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau, ja, genau, genau. Beckengröße? Was, ja, ich würde sagen 80, wenn nicht sogar einen Meter eher, ja, dass halt große Sandflächen da sind, aber, ja, auch gleich Versteckmöglichkeiten, wo die Tiere dann drunter liegen können. Aber ihr seht ja, ja, da hinten, die liegen einfach tagsüber irgendwo. Ja. Die, ja, vertrauen einfach drauf, in der freien Natur liegen die da. Ja. Also wenn der Feindfisch sie nicht riechen kann, ja, merken sie es gar nicht. Ne? Ja, dann liegen sie einfach rum und, ja, ja. Für die Gesellschaft ganz wichtig, halt Fische dabei, die ihnen nicht die Nahrung streitig machen. Genau. Keine Barben, keine großen Sammler, keine hektischen Fische. Ideal sind halt wirklich Zwergbundbarsche, Corydoras-Arten, Solorikariden, Saugwälze, kleine Sammler, Saugwälze, verschiedene, ja, kleine Saugwälze, auch größere wahrscheinlich. Vor allem keine Konkurrenz. Ne? Genau, die, genau. Also es gibt ja Messerfische, die sind durchaus aggressiv, ja, und sehr territorial. Und die sind ja eher die... Die tun sich anscheinend nichts. Ne? Nein, genau, also wirklich, genau, wirklich schön. Und nach einer, ja, ganz skurrile Form, also was man beim Messerfischen ja wirklich lieben muss, ist ja dieses diese Wellenform. Ne? Diese Welle, ja. Die, ja, schwimmen, ja, ja, vorwärts und rückwärts. Genau. Also ganz, ganz toller Fisch. Eher dämmerungs-, nachtaktiv, ja, morgens. Also morgens, wenn wir reinkommen, das Licht einschalten, ja, dann sind die unterwegs. Kopf unten, ja, und dann flügen die so durchs Aquarium. Ganz, eine ganz Schau schön, jeden Morgen. Aber es ist wirklich ein Nerdfisch, muss ich, ja, wirklich sagen. Also bitte... Deswegen rennt jetzt nicht in den nächsten Zooladen und sagt, kann ich den mit meinen Skalaren vergesellschaften? Nein. Dann geht der unter. Definitiv nicht. Also wenn ihr so einen, ja, Fisch wollt, ja, macht ein separates Aquarium. Es gibt tolle Arten, die ihr dabei machen könnt. Ja. Diese Lorikariden, kleine Zwergbundbarsche, kleine Salmer, Kolibrisalmer wäre auch so eine tolle, ja, Sache hierfür. Ganz, ganz Amandae, alles an kleinen Arten, ohne Probleme. Einen feinen Sand, da könnt ihr tolle Corydoras dazu haben. Ja. Und dann ist es ein wirklich aufregendes Aquarium, wo man auch nicht... Mit Ramis zum Beispiel, die kämpfen zwar, die sind immer da, aber den Fisch sieht man halt, wenn man Glück hat, 2-3 Mal am Tag. Ne? Die Gewissheit, dass er da ist. Er ist da. Und da, ja, musst, schön, du auch darauf achten, ja, dass er halt immer Futter bekommt. Genau, ne? Genau. Und wenn sie kommen, sind sie meistens noch ein bisschen schlanker, schwimmen die eine, ja, Weile da, sind sie auch zeigefreudiger. Ja, genau. Ich finde sie super toll. Und das ist wirklich, wie du schon sagst, ein Nerdfisch für Spezies. Und ja, deswegen stehen wir heute hier. Ihr habt viele Arten, die jetzt nicht wirklich so gängig sind. Ja. Und ja, ganz, ganz tolle Gelegenheit, die mal zu sehen. Ich hatte sie erst einmal live gehabt oder einmal live gesehen. Ganz, ganz toller Fisch. Ja, wenn euch das Thema interessiert, es gibt nicht viel darüber im Internet zu lesen. Gibt es bei Zoobox was? Kann man da lesen? Auch nicht viel. Auch nicht viel. Was noch sagen soll, die Tiere werden so maximal 20 cm groß. Mhm. Also die haben jetzt so 12, also werden maximal so. Einfach nur, um nochmal dazu zu sagen, was hier für eine Dimension hat, ja, von den Tieren her. Er ist halt super friedlich. Wichtig, ja, ist einfach, dass keine Fische dabei sind, die ihn anfressen. Genau, er will nicht, ja, genervt werden. Genau. Genau, und wenn euch das Thema Messerfische generell interessiert, es gibt noch so, so viele Alternativen, die vielleicht in euer Aquarium besser passen. Das ist was ganz Spezielles. Wir wollten ihn euch trotzdem vorstellen, weil es einfach ein zeigenswerter Fisch ist. Ja, das war mal ein exotisches Kalendertürchen. Danke für deinen Beirat. Wir sagen, ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Der Zoobox-Kanal ist unten verlinkt. Lasst da gerne auch ein Abo da. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und einen Kommentar. Und ihr dürft die Glocke läuten. Und wir sehen uns morgen im nächsten Pflanzenvideo. Bis dahin, ciao. Ciao.